Ja, so, ich bin gerade vom Sportplatz Braubach aus gestartet und muss jetzt schätzungsweise, keine Ahnung, wie viele Kilometer noch laufen, bis ich an den Türmen bin. Also es wird auf jeden Fall ein ziemlicher Umweg werden hier, weil der eigentliche Weg, der ist wohl gesperrt wegen Hangabrutsch oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, anscheinend ist mir hier der Weg so ein bisschen abgeschnitten. Das sieht doch auch so aus, als wäre hier schon Ewigkeiten keiner mehr lang gelaufen. Hier hat jemand versucht, den Kanaldeckel rauszuheben oder hat den Kanaldeckel rausgehoben. Dann gehe ich mal weiter die Straße entlang hier. Da habe ich endlich mal mein Ziel vor Augen. Die drei Schornsteine. Ja, mal gespannt, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Hier gibt es dann eine schöne Aussicht auf die Marxburg und den Rhein natürlich. Ja, wunderbar. Und so wie es aussieht, geht es für mich jetzt hierher weiter. Scheint ein cooler Weg zu werden, das hier. Ja, und wie gesagt, da ist mein Ziel. Ich versuche jetzt einmal hier so dort rumzulaufen, bis ich dann ankomme. Und was geht hier ab? Sind die alle leer? Nein, ist überall was drin. Ich will nicht unbedingt wissen, was. Vielleicht hat hier jemand illegal seinen Müll abgeladen oder sowas. Naja, mir soll es egal sein. Toll, hier führt jetzt gar keinen Weg weiter. Ist ja total beschissen. Naja, gehe ich eben wieder zurück. Trotzdem, seltsamer Platz das hier. Ich schlage mich gerade hier mitten durch den Wald. Aber ich habe das Gefühl, ich bin schon ganz nah dran. Schaut mal, was hier direkt vor mir liegt. Da sind die Schornsteine. Ja, so Leute, endlich geschafft. Vor mir habe ich jetzt die drei Schornsteine. So. Ja, die sehen schon sehr imposant aus. Bestimmt 30, 40 Meter hoch. Aha, wohl 1888 erbaut. Da hinten wurde wohl 1910 erbaut. Der hier vorne 1898. Ja, ich schätze mal, da hat man dann das Material runter ins Tal transportiert. Welches Material auch immer. Ja, ich bin echt froh. Ich habe es gefunden, Leute. Super. Ja, Leute, mein Ziel ist erreicht. Ich bin super zufrieden, dass ich es doch noch gefunden habe. War gar nicht so einfach. Hat bestimmt 1,5 Stunden gedauert oder so. Aber es hat sich gelohnt. Das sind
Zumindest steht so auf Google Maps, die Schornsteine der Blei- und Zinkhütte in Braubach. So werden die da benannt. Okay, das hier sind Rauchgaskanäle. Und die führen wohl komplett bis runter nach Braubach. Ja, schon eine interessante Sache das. Lohnt sich mal hier vorbeizuschauen, definitiv. Hier nochmal ein kleiner Nachruf. Ja, jetzt, wo ich wieder unten bin, habe ich festgestellt, es gibt durchaus einen Weg, der einfacher ist, hoch zu den Türmen. Aber ich kann es nicht ändern. Den werde ich mir dann das nächste Mal nochmal vornehmen, den Weg. Danke fürs Zuschauen. Und macht's gut.